Hallo, willkommen zu M-Kurz hier bei 3xM. Ja, in Politik und Medien hört man oft von der mobilen Verkehrswende und ich finde den Ausdruck irgendwie nicht richtig. Denn Verkehrswende heißt ja umdrehen, praktisch zurückgehen, einen Schritt zurückgehen. Und das ist irgendwie für eine Gesellschaft, für eine fortschrittliche Gesellschaft, die nach vorne in die Zukunft gehen soll, irgendwie verkehrt. Ich würde eher von einer mobilen Ergänzung oder einer mobilen Verbindung von Auto, Bahn, Bus und Fahrrad sprechen. Aber das machen eben die Medien, meist linken Medien nicht, das machen die Grünen nicht, das machen die Umweltverbände nicht. Sie benutzen das Wort mobile Verkehrswende, weil es sich gegen das Automobil richtet. Die wenden sich ab vom Auto. Es ist praktisch der Hass aufs Auto, der immer wieder bei Grünen und Linken durchkommt. Und meiner Meinung nach wird das Auto niemals ersetzbar sein. Das Auto ist das Optimale für eine individuelle mobile Freiheit. Meiner Meinung nach. Deswegen muss man eben das Auto verbinden und ergänzen eben mit Bus, Bahn und Fahrrad. Aber eine Mobilität auszurichten ohne Auto, das ist für mich ein Schritt in der Entwicklung zurück und nicht nach vorne in die Zukunft. Denn sind wir mal ganz ehrlich, man kann so viele Bahnlinien bauen oder auch Buslinien neu installieren in Städten. Man wird niemals diese mobile Freiheit haben, diese mobile Fortbewegung haben, wie mit dem Auto. Wenn ich irgendwo hinfahren möchte und bin auf Bus und Bahn und Fahrrad angewiesen, da bin ich doch schon eingeschränkt in meiner Mobilität. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt hier ein Auto habe und ich steige um auf Bus und Bahn und Fahrrad, dann bewege ich mich ja in meiner Entwicklung zurück. Weil alle meine Wege oder die allermeisten meiner Verkehrswege, die ich zurücklege, die werden länger. Ich brauche länger. Da kann es einfach. Überlegt doch mal, wenn ihr mit dem Bus fahren wollt. Ihr müsst gucken, wie ist der Busfahrplan. Du musst dich nach dem Busfahrplan richten. Du kannst nicht frei entscheiden, jetzt fahre ich. Jetzt passt, jetzt fahre ich. Nein, du musst gucken, wann fährt der Bus. Du musst gucken, wann fährt die Bahn. Du musst dich nach dem Zugfahrplan richten, wenn du weitere Strecken zurücklegst. Wenn du Fahrrad fährst, dann bist du schon mal eingeschränkt. Du kannst nicht eben mal 20, 30 Kilometer wohin fahren mit dem Fahrrad, wenn du was zu erledigen hast. Dann musst du gucken, wie ist das Wetter. Wenn es in Strömen regnet, auch wieder schlecht. Oder du steigst mal aufs Taxi um. Na, viel Spaß, was du da heute zahlst. Wenn du da eine Strecke fährst von 20 Kilometern mit dem Taxi, da kannst du dieselbe Strecke mehrmals mit deinem eigenen Auto fahren und du fährst immer noch günstiger als eine Fahrt mit dem Taxi. Also, egal wie man es dreht und wendet, wenn man sich vom Auto abwendet, wie es eben Grüne und Linke wollen, ist das ein Schritt in der mobilen Zukunft zurück. Nichts ist, sage ich mal, individueller, freiheitlicher, einfacher, als sich ins Auto zu setzen. Ich komme aus der Wohnung, setze mich rein und ich fahre wohin. Ich muss mich nach keinem Busfahrplan richten, nach keinem Zugfahrplan. Ich muss nicht gucken, oh, regnet es jetzt, kann ich das Fahrrad nehmen? Nein, ich steige ins Auto und fahre wohin. Und warum sind denn diese Grünen und Linken so gegen das Automobil? Ja, es ist ja schon ein Hass gegen das Automobil. Und warum sprechen die von mobiler Verkehrswende? Und bei all diesen Dingen, da schimmert bei den Linken und Grünen das durch, wie soll ich sagen, was in ihnen steckt. Es ist eine linke Ideologie, es ist der Sozialismus, es steckt Kommunismus drin, es steckt all das drin, um dem Bürger vorzuschreiben, wie er zu leben hat. Das ist ja nicht nur aufs Auto bezogen, ihr wisst es doch selbst, in der Ernährung wird einem das und das vorgeschrieben, beim Klima dies und das soll verboten werden, das soll vorgeschrieben werden, SUVs, es geht gegen die SUVs und was weiß ich alles. Ihr kriegt es doch mit in den Medien. Diese ganzen
das Ganze vorschreiben und verbieten. Und das steckt in den Linken und Grünen drin. Das ist der Sozialismus. Das ist die linke Ideologie des Vorschreibens. Eine persönliche Individualität des einzelnen Menschen, das ist Grünen und Linken ein Graus. Das ist das Schlimmste für Grüne und Linke, dass ein Mensch individuell ist. Und wie kann man gegen individuelle Menschen vorgehen? Ja, wir gehen gleich mal gegen das Auto. Denn das ist ja individuelle Mobilität. Und das wollen wir als Grüne und Linke gar nicht. Wir müssen weg von der individuellen Mobilität. Was ist das für ein Irrsinn? Wir müssen weg von der individuellen Mobilität. Das heißt, wir wenden uns zurück. Wir gehen in unsere Entwicklung zurück. Nichts anderes heißt das, sich davon abzuwenden. Denn die individuelle Mobilität ist die pure Freiheit des Menschen, zu tun, was er will. Wenn ich fahren will, fahre ich los. Wie ich vorhin gesagt habe, was interessiert mich ein Busfahrplan, ein Zugfahrplan? Was interessiert mich Fahrrad, wenn es regnet und alle Sachen? Aber ich kann, das sehe ich natürlich ein, in zum Beispiel Großstädten oder in großen Städten, das sinnvoll kombinieren, wie ich sagte, als Ergänzung verschiedene andere Verkehrsmittel zu nutzen. Fahrrad, Bus, Bahn, Carsharing zum Beispiel. Aber es ist der Hass gegen das Automobil. Und dann kommt noch dazu jetzt mit dieser ganzen Klimahysterie, dass das Auto jetzt super böse ist. Es ist nicht nur individuell, was ja schon böse ist für Grüne, dass ein Auto individuelle Mobilität für den Menschen bedeutet, ist schon schlimm genug. Wie kann denn der Mensch einfach machen, was er will? Das geht gar nicht, denken sich wohl die Grünen. Na, jetzt kommt noch das Klima dazu, jetzt ist das Auto dann ganz böse und alles drauf gegen das Auto. Und meiner Meinung nach ist das einfach eine Ideologie, eine grün-linke Ideologie, die unsere Gesellschaft zurückentwickelt. Die anderen Länder, die lachen uns aus. Die gehen alles weiter nach vorne. Und wir praktisch bekämpfen eine Schlüsselindustrie des Automobils in unserem Land. Das wird bekämpft von linken Ideologen, von grünen Ideologen, grünen Politikern, von Umweltverbänden. Bekämpfen wir die Schlüsselindustrie in unserem Land. Die restliche Welt, die lacht sich kaputt. Die restliche Welt marschiert nach vorne. Und wir marschieren nach hinten. Und zwar in dem Irrglauben, es wäre fortschrittlich, wenn wir die mobile Verkehrswende weg vom Auto machen. Das glauben Grüne, glauben Linke und das vermitteln natürlich auch hauptsächlich linke Medien dem Bürger, dass eine mobile Verkehrswende weg vom Auto fortschrittlich wäre, für die Zukunft wäre, positiv wäre, toll wäre. Im Gegenteil, es ist alles das Gegenteil. Es ist rückschrittlich und es ist nicht für die Zukunft. Nur die Kombination, die Ergänzung der Verkehrsmittel ist fortschrittlich für die Zukunft und vor allem die Erhaltung des Automobils, in welcher Form auch immer, welcher Antrieb auch immer, das sei dahingestellt. Aber das individuelle Kfz, das individuelle Automobil eines Menschen, welcher sich das leisten möchte, das ist der Motor unserer gesellschaftlichen Zukunft. Denn alles andere ist einfach rückschrittlich, weil ich brauche, egal was ich für ein Verkehrsmittel, wenn ich mich vom Auto wegwende, brauche ich für all meine Wege mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit, um wohin zu kommen. Ich muss mit dem Zug eventuell umsteigen. Ich muss mich nach Fahrplänen richten. Ich kann nicht losfahren, wenn ich will. Wenn ich ein Auto habe, komme ich aus der Wohnung, steige ein und fahre los. Und wenn ich aber mit dem Bus fahre, muss ich mich nach dem Busfahrplan richten. Beim Fahrrad nach dem Wetter meistens. Taxi kostet ein Schweinegeld extra. Muss ich mich auch danach richten, wann das Taxi kommt und es kostet halt Geld. Und all die Dinge verlängern doch meine Wegzeit, um wohin zu kommen. Und das Ziel der Menschen für die Zukunft, für den Fortschritt muss doch sein, weniger Wegzeit zu haben, um wohin zu kommen, um dann etwas dort zu machen, wo ich hin will. Es ist doch Irrsinn, sage ich mal, wertvolle Lebenszeit für meinen Weg zu verschwenden, den ich wohin brauche.
Ich will doch meine Lebenszeit nutzen, um Dinge zu tun an dem Ort, wo ich hin will und nicht meine Zeit verplempern mit dem Weg, den ich zurücklege. Ich kann zwar im Zug vielleicht oder im Bus am Computer meine Arbeit machen, aber das können doch nur die wenigsten. Es gibt doch viele, viele Tätigkeiten, die man nicht eben am Laptop machen kann. Und im Bus, sage ich mal, kann ich keinen Laptop groß auspacken, wenn ich vielleicht 15 Minuten fahre, aber eine Viertelstunde vorher mich nach dem Fahrplan richte. Da kann ich im Zug vielleicht mal das Laptop rausholen. Also ich kann nicht produktiv sein. Ich kann nur produktiv an manchen Orten sein und nicht auf dem Weg zu dem Ort. Und wenn der Weg zu dem Ort länger wird in Zukunft, dann entwickeln wir uns zurück. Und andere Länder auf der Welt lachen sich kaputt, lachen uns aus, gehen im Fortschritt voran. Und wir werden doch schon wirtschaftlich immer mehr abgehängt. Immer mehr fallen wir wirtschaftlich zurück, weil grüne und linke Ideologen unser Land falsch, sag ich mal, aufstellen wollen. Und linke Medien machen mit. Mit grüner linker Politik, sag ich mal, verlieren wir den Anschluss in die Welt, ist meine Meinung zu dieser mobilen Verkehrswende, die für mich eher eine mobile Verkehrsergänzung, Verbindung sein sollte der verschiedenen mobilen Möglichkeiten. Okay, wie ist eure Meinung zu diesem Thema der mobilen Verkehrswende? Bitte in den Kommentarbereich, würde ich mich darüber freuen und natürlich auch sehr gerne durchlesen. In diesem Sinne natürlich einen wunderschönen Tag wie immer. Macht's gut, Freunde, und tschüss.